Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und im heutigen Video schauen wir uns die Windows 10 Mobile Insider Preview in der Build 10581 an. Und zwar habe ich diese hier auf meinem Lumia 735 installiert. Und jetzt schauen wir uns mal an, was funktioniert, was neu ist und was eben nicht funktioniert. Und das habt ihr auch schon gesehen. Und zwar gibt es, wenn man von einem anderen Gerät zurücksetzt, ein kleines Startscreen-Bug und zwar seht ihr das hier. Es scheint so, als würden sich einfach irgendwie mehrere Ebenen überlappen und praktisch kann man nichts bedienen, beziehungsweise man sieht schon was, aber es ist jetzt nicht unbedingt praktisch. Und falls ihr diesen Fehler habt, dann geht ihr einfach in die Einstellungen. Ihr könnt das auch hier über das Action Center machen, einfach hier in die Einstellungen gehen, geht zu Personalisierung, Start und wählt einen anderen Hintergrund aus. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. So kriege ich dann jetzt das her. Hier die Beispielbilder. Doch wesentlich feiner als das, was ich jetzt im Handy habe. Und dann geht ihr wieder zurück und der Fehler sollte behoben sein. Und dann könnt ihr auch wieder jenes Bild reintun, welches ihr auch bisher hattet. Also so löst ihr diesen Fehler. So, und was ist jetzt tatsächlich neu in dieser Build? Microsoft hat natürlich wieder einmal hauptsächlich Bugs gefixt und keine größeren Features hinzugefügt. Und zwar hat man beispielsweise den US-Nutzern einen großen Gefallen damit getan, dass man jetzt beim Lumia 1520 und Lumia 930 das Hey Cortana-Feature auch dann unterstützt, wenn man von Windows Phone 8.1 upgradet. Uns betrifft das ja leider nicht, weil bei uns wird ja diese Funktion noch nicht unterstützt. Auf jeden Fall gibt es auch für uns einige interessante Neuerungen. Beispielsweise hat Microsoft einige Bugs gefixt, die eben die Akkulaufzeit ein bisschen verbessern sollen. Man hat natürlich auch keine genauen Werte angegeben, weil das bei jedem ein bisschen anders ist. Und ich hoffe tatsächlich, dass sich diese Akkulaufzeitverbesserung auch im normalen Betrieb zeigen wird, auch im Alltag. Ich hatte jetzt bisher noch nicht die Möglichkeit zu testen, inwiefern jetzt das einen Unterschied macht zu den vorherigen Builds. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass Microsoft hier ganze Arbeit geleistet hat. Denn teilweise waren die Akkulaufzeiten zumindest bei den vorherigen Builds wirklich schwach. Bei den letzten beiden Builds war ich dann schon sehr zufrieden, auch beim Lumia 735, das ja bekanntlich auch eine relativ gute Akkulaufzeit hat für seine kleine Größe. Auf jeden Fall gibt es dann auch noch einen Bugfix, der Dual-SIM-Smartphones betrifft. Und zwar wurde ein Bug von Build 10572 behoben, das anscheinend lediglich Dual-SIM-Smartphones Probleme bereitet hat. In meinem Fall habe ich das jetzt auch nicht bemerkt, weil ich kein Dual-SIM-Smartphone habe in dem Fall. Außerdem hat Microsoft anscheinend die Videoaufnahmefunktionalität verbessert. Was damit gemeint ist, das weiß ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht. Ich hatte bei dem Lumia 735 Probleme mit der Videoaufnahme. Also wenn man hier die Aufnahme gestartet hat, dann hat das im ersten Moment ein bisschen gelaggt. Jetzt in diesem Fall hat man es auch ein bisschen gesehen, aber es war nicht weiter tragisch, denn das Bug war einfach selber zu lösen, indem man die Aufnahme abgebrochen hat und dann einfach neu gestartet hat. Also das war jetzt nicht das große Problem. Ein neues Feature ist aber dabei nicht rausgekommen, beziehungsweise Microsoft hat da also nichts Neues gemacht. Zumindest hier beim Lumia 735 kann ich nichts bemerken, denn hier haben wir eben keine neuen Framerates dazu bekommen im Vergleich zu den vorherigen Builds. Ich hatte zumindest gehofft, dass jetzt eine 120 Frames per Second Video Recording reinkommt, aber vielleicht kommt das noch in den zukünftigen Builds. Naja, auf jeden Fall, was gibt es dann noch? Es wurden natürlich noch kleinere Fehler behoben, beispielsweise, dass Apps jetzt auch, also einige Apps betraf das lediglich, dass die jetzt auch hier ein Icon anzeigen können am Lockscreen. Ich glaube, bei Telegram hat das nicht funktioniert, da bin ich mir gar nicht so sicher. Und ja, jetzt gibt es auch einige Verbesserungen an der Autokorrektur und an den Wortvorschlägen. Und ich muss auch sagen, dass ich damit selbst einige Probleme hatte. Beispielsweise, wenn ich ein Und geschrieben habe in einer Mail oder in irgendeiner Nachricht, dann wurde mir das in ein D, einfach ein großes D korrigiert. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso das so passiert ist. Aber das ist einfach ein Fehler, mit dem man leben muss, wenn man eine Preview installiert hat auf dem Smartphone. Also, wie stabil ist das Ganze für den Alltagsbetrieb? Also, mein erster Eindruck ist, abgesehen von dem Bug jetzt ganz am Anfang, dass man ja auch bekanntlich sehr einfach fixen kann,
dass die Bildjahre jetzt relativ stabil funktioniert. Es gibt diese Ruckler vom Anfang nicht mehr so stark. Die Apps starten jetzt auch relativ zuverlässig im Vergleich zu den vorherigen beiden Builds, muss man auch sagen. Und ich bin eigentlich derzeit zufrieden. Jetzt stellt sich natürlich für viele Nutzer die Frage, sollte man upgraden oder nicht? Ich würde sagen, je nach Hardware. Wenn man jetzt einen Lumia 520 hat und bis zum Snapdragon 400 würde ich es aktuell noch lassen. Also wenn man zumindest das Gerät als Alltagsgerät verwendet, dann würde ich es auf jeden Fall nicht installieren. Also das ist wirklich frustrierend, was man dort erlebt. Also das würde ich auf gar keinen Fall verwenden. Aber hier beim Lumia 735 oder 830 mit dem Snapdragon 400 Prozessor, da bin ich sehr zufrieden gewesen. Auch der Akkulaufzeit ist ganz gut. Also da kann man wirklich eigentlich nichts falsch machen und man kann auch jederzeit wieder zurück auf Windows Phone 8.1, wenn es einem nicht passt. Aber wer es wirklich als High-Performance-Alltagsgerät braucht und jederzeit ein zuverlässiges Gerät benötigt, der sollte auf jeden Fall nicht installieren. Aber wer mit den kleinen Bugs auch zurechtkommt und auch gerne mal Beta-Software testet, der hat mit Windows 10 jetzt auch die Möglichkeit und es ist auch relativ sicher. So, das war's auch schon von mir und der Windows 10 Mobile Insider Preview Build 10581. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.